Ja, ich möchte zum Ende des Jahres nochmal meinem Lieblingsmoderator Markus Lanz die Ehre erweisen. Ja, ich liebe ihn. Darf ich das mal sagen? Das ist eine Liebeserklärung an Markus Lanz. Ich liebe diese herrlich aufgeregte Haltung, gerade jetzt in Zeiten knapper Haushaltskassen und der Haushaltskrise. Da mag ich seinen Furor, wenn er dann wieder drei Gäste hat in seiner Sendung, die ihm die Möglichkeit geben, noch mehr über ihn zu erfahren als über seine Gäste. Ja. Ich mag das, wenn er so anfängt. Ich freue mich über einen Gast, der dieses Thema Haushaltskrise kennt wie kaum ein Zweiter. Es ist kein geringerer als Christian Lindner. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte gleich direkt mal nachhaken. Und das Tolle ist, der neben Lanz sitzt, ist immer der gegrillt wird. Prinzipiell. Das ist der Grillplatz. Das ist verlässlich. Da weiß man, der kriegt es heute ab. Lindner versucht natürlich dann an der Stelle souverän zu sein und sagt, völlig richtig. Meine Damen und Herren, wir haben diese Haushaltskrise, weil ich Geld, das nicht da war, das es noch nicht gab, transformiert habe in einen Transformationsfonds für eine Transformation, die es ebenfalls nicht geben wird, weil ich sie gelöscht habe. Das ist der Moment, in dem Markus Lanz knallhart nachfragt und sagt, okay, wie kann man Geld löschen, das gar nicht da ist? Aber Lindner, Profi, sagt, fragen Sie nicht nach Logik, ich mache Finanzpolitik. Dann geht's direkt rüber zum zweiten Gast, der ein Antipode ist zu Christian Lindner. Ich freue mich sehr, dass Robert Habeck heute hier ist. Robert Habeck, er ist schon das zweite Mal in diesem Jahr hier, denn schon das zweite Mal in diesem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht die Ampel ausgebremst. Beim letzten Mal war es das Heizungsgesetz. Ihr Gesetz, Robert Habeck, Ihr Gesetz. Wie soll das weitergehen, Robert Habeck? Robert Habeck aber schafft es wie kein Zweiter, auf Zeit zu spielen. Das Schlimmste, was Markus Lanz passieren kann, er sagt, das hat mir wehgetan, dass ich beim Heizungsgesetz nicht gespürt habe, was ich hätte fühlen sollen und nicht gefühlt habe, was ich hätte spüren sollen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe den Eindruck, Robert Habeck wird Grönemeyer immer ähnlicher. Ne? Ich leide noch mehr. Nicht so mehr. Wer leidet hier am meisten? Es ist doch so, meine Damen und Herren. Ich möchte doch, dass alle weiter heizen dürfen. Alle. Niemand muss nicht heizen. Doppelte Verneinung, das ist der Moment, wo Markus Lanz komplett aussteigt. Da weiß er nicht mehr, was er tun soll, also geht es direkt rüber zum dritten Gast. Der dritte Gast, der zugeschaltet ist aus Berlin. Okay, freue mich sehr, dass Karl Lauterbach heute Abend hier ist. Karl Lauterbach möchte Sie gerne fragen. Karl Lauterbach muss schon sehr lange warten, um überhaupt dranzukommen, ist deswegen entsprechend beleidigt. Also ich weiß nicht, was das soll, warum ich jetzt also so lange warten muss. Also muss ich erst Corona zurückbringen, damit ich wieder als Erster dran bin, oder was ist das? Okay, möchte gerne. Auch bei Lauterbach haben sich die Zeiten geändert und auch er wird knallhart angefasst. Sie haben die Krankenhausreform beschlossen, möchte gerne nachfragen. Die Krankenhausreform, eine Reform, die sehr umstritten ist, weil Krankenhäuser geschlossen werden sollen, die nicht rentabel sind. Ist das richtig? Nein. Das stimmt also so nicht. Es geht darum, dass Krankenhäuser also geschlossen werden, in denen mehr Tote als Lebende liegen. Ich möchte Ihnen dazu etwas zeigen, was Hubert Aiwanger letzte Woche genau an dieser Stelle gesagt hat. Schauen Sie mal rein. Also das, was der Karl Lauterbach will, wenn das durchkommt, dann ist das der Albtraum der nüsse niederbayerische Patientin in Zukunft nach Tschechien zur Operation, wie viele Schulranzen in der Zeit geöffnet werden können, man weiß es nicht. Okay, was? Was sagen Sie? Was sagen Sie dazu? Und dann kommt die ultimative Markus Lanz-Frage. Was sagen Sie zu dem, was Hubert Aiwanger gesagt hat? Also ich kann nur sagen, Hubert Aiwanger, der beste Beweis dafür, dass die Krankenhausreform richtig ist. Ein Hirntoter, der trotzdem weiterredet, braucht keinen.